Ich würde gerne über Self-Publishing-Bücher reden. Ich versuche immer wieder mehr Self-Publishing-Bücher zu lesen und ich habe auch schon relativ viele davon gelesen. Self-Publishing-Bücher sind Bücher, die nicht von einem großen Verlag veröffentlicht wurden, sondern von den AutorInnen selber über eine Plattform. Das heißt, dass die Autorin oder der Autor selber sich um alles kümmert und eben auch sicherstellen muss, dass die Qualität in dem Buch richtig ist und ein Lektorat organisieren muss, etc. Genau. Und in diesen Büchern fallen mir ab und zu Sachen auf, die mich stören, die mir in diesen Büchern häufiger auffallen mit den Verlagsbüchern. Damit ich jetzt nicht total gemein und arrogant rüberkomme, möchte ich erstmal 1000 Disclaimer vor das Video stellen. Nummer eins, ich kenne mich natürlich nicht aus, ich habe keine Ausbildung oder irgendwie irgendein Recht darüber zu reden. Ich will wirklich nur meinen subjektiven Eindruck teilen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein Gespräch starten oder vielleicht hilft es auch jemandem, der selber schreibt, zu hören, was jemand, der liest, denkt. Vielleicht auch nicht, aber das macht ja nichts. Deswegen gibt es nicht 1000 Disclaimer, aber ich möchte mich so ein bisschen absichern. Ich fange einfach mal an. Das ist Nummer eins. Seitenlange Gedanken. Meiner Beobachtung nach passiert das vor allem in der ersten Person, dass man beim Schreiben vielleicht nicht so die Kurve kriegt, nicht den ganzen Gedankengang dann wirklich aufzuschreiben oder dann vielleicht im Lektorat auch ein bisschen was rauszuschneiden. Aber ich finde auch schon, um echt zu sein, eine ganze Seite nur mit Gedanken zu viel. Vor allem, wenn das einfach realistische Gedanken sind, die eine Figur in dem Moment denken würde, die komplett reflektieren, was gerade passiert ist und einem dann alles aufs Brot schmieren. Also wenn ich ein Buch lese, will ich gerne mir ein bisschen selber erarbeiten, was passiert und ich möchte gerne, was passiert, selber beurteilen und ich möchte nicht unbedingt gesagt bekommen, wie ich das machen muss. Und seitenlange Gedanken machen das häufig und selbst wenn sie es nicht tun, finde ich es einfach relativ langweilig, seitenlang so realistische Gedanken zu sehen. Also wenn es verblüffende Gedanken sind, dann vielleicht nicht. Oder wenn die Gedanken, ja genau, wenn die Gedanken mich überraschen. Also wenn es nicht die Gedanken sind, von denen ich erwarte, dass die Figur sie sowieso denkt, weil gerade hat ihr, keine Ahnung, eine Freundin hat ihr erzählt, dass ihr Ehemann sie betrügt oder so. Und dann denke ich mir, ah okay, sie hat bestimmt, fühlt sich verraten und ist traurig. Und wenn ich dann 3 Seiten lese, wie sie genau diese Gedanken fühlt, dann langweile ich mich unfassbar. Und werde auch manchmal so ein bisschen sauer, weil ich, weiß ich nicht, wenn ich denselben Inhalt in 5 Sätzen lese, dann, ja, dann nervt mich das. Zweitens, Geschehen, das schon passiert ist, wird in einem Dialog nochmal wiederholt. So, das lese ich auch ab und zu in veröffentlichten Romanen, aber im Self-Publishing-Bereich ist es mir noch mehr aufgefallen, dass manchmal hat man Handlung, also etwas passiert, ein Plotpunkt passiert und dann wird das Ganze nochmal rekapituliert. Indem zum Beispiel die Hauptperson, der das passiert ist, erzählt es noch meiner Freundin. Und dann ruft sie die an und sagt, oh mein Gott, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und dann haben wir als LeserInnen schon mitgekriegt, was der Hauptperson da passiert ist. Und dann erzählt sie es aber noch mal der Freundin. Und dann kann das wirklich ganz schwer interessant sein, finde ich. Weil vielleicht diese beste Freundin, die könnte vielleicht total, ich weiß nicht, sie könnte ein total interessanter Charakter sein vielleicht und total krasse Sachen sagen zu jeder einzelnen Sache, die passiert ist. Oder vielleicht könnte die Hauptperson lügen über das, was passiert ist. Das wäre natürlich auch interessant. Aber im Normalfall wird eben einfach nur noch mal erzählt, was passiert ist. Dann reagiert die andere Person so drauf, wie du erwartest, dass sie reagiert. Und das ist natürlich realistisch. Und klar kann man sich vielleicht so fühlen, als würde man jetzt auch mit einer Freundin abhängen. Aber ich persönlich fühle mich so nicht. Ich bin dann einfach sauer, weil ich weiß ja schon, was passiert ist. Und muss mir das jetzt noch mal anhören. Und das finde ich einfach unnötig. Welches Buch habe ich gelesen, in dem das richtig oft passiert ist? Ich blende es ja ein, ich habe den Titel vergessen, aber ich habe das auch von meinem Instagram auch rezensiert. Drittens, Nuancen werden gründlich ausbuchstabiert. Wie ich schon gesagt habe, will ich mir so einen Roman, ich will mir gerne selber so ein bisschen erarbeiten, was da passiert und ich will selber ein bisschen drüber nachdenken, wie verschiedene Szenen zusammengehören oder so und auch was in einzelnen Szenen passiert. Und in vielen Büchern hat man dann ja Nuancen, die man selber rauslesen kann aus dem Text, die einem aber nicht erklärt werden, an der Reaktion von anderen Menschen oder wenn sich ein bisschen widerspricht, was er sagt, zu dem, was er schon mal gesagt hat oder so. Halt so Nuancen, die man einem einfach auffallen können und die man dann deuten kann und die einem dann mehr über die Figur erzählen. Dann stört es total, wenn du so eine Nuance hast und dann wird sie dir im Text direkt erklärt. Etwas passiert und danach wird direkt erklärt, wie es ist. Und das mag ich nicht.
Ja, das mag ich nicht. Es müssen nicht unbedingt kleine Nuancen sein. Wenn einem zum Beispiel auch eine Figur in self-publishing Romanen vorgestellt wird, dann wird einem oft danach, wenn die neue Figur kommt, in drei Sätzen erklärt, wie die so ist. Und dann hast du eine Beschreibung von der Persönlichkeit, die sie im Laufe des Buches einnehmen wird. Und das würde ich lieber merken, also ich würde lieber die Figur kennenlernen durch das, was sie macht und sagt. Und mir dann selber denken, dass sie so ist und das nicht von vornherein gesagt bekommen, weil ich dann direkt ein bisschen gelangweilt bin. Also alles, was passiert, muss nicht auch noch erklärt werden, finde ich. Viertens, mich stören ganz häufig die Namen von den Leuten in Self-Publishing-Romanen. Ganz häufig haben zum Beispiel dann alle einen coolen amerikanischen Namen, was mich ein bisschen stört. Also ich kenne mich damit natürlich auch nicht aus, aber sie klingen irgendwie nicht echt amerikanisch, sondern sie klingen ausgedacht amerikanisch. Also wie Superheldennamen klingen die irgendwie ein bisschen poliert. Und eine andere Sache, die Namen klingen häufig gleich in einem Buch. Also alle Leute, die einen Namen haben, die klingen irgendwie ähnlich. Also man hört irgendwie, dass sie sich dieselbe Person ausgedacht hat. Also vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den da LektorInnen drauf haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Namen klingen oft fake. Fünftens ist eine große Sache, das ist mir nicht in der Mehrzahl der Bücher aufgefallen, die ich aus dem Self-Publishing-Bereich gelesen habe, aber es ist mir mehr als einmal aufgefallen und deswegen will ich es sagen, weil es ist eine große Sache und die passiert nicht in jedem Buch, auf gar keinen Fall. Die Mitte des Romans wird ausgelassen. Ich habe ein Buch gelesen letztes Jahr und da ist dann die Handlung ist so vor sich hingegangen und dann kam es zu einem Punkt, in dem ist plötzlich praktisch was Katastrophales passiert und plötzlich hattest du den schlimmsten Punkt erreicht, wie sich die Protagonistin fühlen konnte. Und du hattest praktisch all alles, was du aufgebaut hattest in der ersten Hälfte sozusagen des Romans, war zerstört. Und die Lage war halt richtig, relativ aussichtslos und irgendwie schlimm. Und dann erwartet man ja eigentlich in einem Roman, dass dann praktisch der zweite Teil der Handlung einsetzt und die Figur dann versucht, dieses Problem zu lösen. Und dann vielleicht schon durch das, was sie im ersten Teil gelernt hat, irgendwie es drauf hat, das Problem zu lösen oder so. Oder auf jeden Fall, dass dann halt noch was passiert, dass dann halt die Handlung weitergeht. Und dann hat das Buch aber einfach diesen Teil komplett ausgelassen. Dann war es total schlimm, dann ist die Protagonistin weggerannt vor dem Problem. Und dann sind wir einfach direkt zum Ende geswitcht. Also die Figur hat dann so ein bisschen, war dann so ein bisschen traurig ein paar Seiten lang und dann sind wir einfach Clips und dann kam das Ende. Dieses Happy End war dann dadurch, dass die Figur gar nicht mehr dafür gekämpft hat oder da einfach nichts mehr passiert ist, gar nicht mehr befriedigend, sondern einfach ein bisschen, es hat sich halt irgendwie nicht so richtig verdient angefühlt und deswegen war es dann auch gar nicht so schön. Sechstens, die Prämisse. Also zum Beispiel, wenn das Buch in der Zukunft spielt und du hast dir irgendwie eine ganz konkrete Sache ausgedacht, damit deine Figur in eine bestimmte Situation kommt. Und es gibt dann irgendwie eine ganz verrückte Sache, wie so ein Paarungsverfahren, dass deine zwei Protagonistinnen zusammenkommen oder irgendein, ja, sowas in die Richtung. Sowas gibt es. Und diese Prämisse wird dann aber überhaupt nicht erforscht und fügt sich auch nicht so gut in die Welt ein. Und die Welt wird auch nicht so richtig erforscht. Und dann geht es in der Geschichte aber nur um die Liebesbeziehung. Also dann spielt der ganze Roman, behandelt nur diese Beziehung zwischen den beiden, die durch diese verrückte Prämisse zusammengekommen sind. Und dann wird aber gar nichts mehr von der Welt, von diesem Setting, von allem, was du praktisch aufgebaut hast, um diese Ausrede zu haben, dass die gezwungen sind, jetzt zusammenzukommen oder so. Also darum geht es dann gar nicht mehr. Oder das wird nicht gut genug beleuchtet, dass man das Gefühl hat, das macht Sinn. Es liest sich dann halt so ein bisschen faul. Weil die Begründung, wie es passiert ist, einem irgendwie nicht so einleuchtet. Das passiert irgendwie häufig. Und siebtens, die Erzählperspektive ist nicht konsequent. Ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen, dass jemand die Erzählperspektive falsch hat. Aber ich habe das Gefühl, dass man manchmal hat man dritte Person Erzählung und dann kriegt man eine Figur. Aus deren Perspektive erfährt man praktisch erstmal das Kapitel. Und dann trifft die Person auf wen anders. Und dann kommt ein Satz. Der muss aus der Perspektive der anderen Person sein, weil sie das Äußere der Protagonistin beschreibt oder weil sie über die Hauptperson auf eine Art redet, wie sie selber nicht über sich denken würde oder der Satz ist vielleicht gar nicht unbedingt aus einer anderen Person erzählt, aber der Satz teasert in die Zukunft und sagt etwas Verheißungsvolles wie, und sie wussten nicht, dass das nur der Anfang war. Und es ist dann klar, dass das nicht von der Hauptperson gedacht werden kann oder aus deren Perspektive irgendwie passt, erzählt zu werden. Und dann hast du doch irgendwie einen allwissenden Erzähler, aber nur für ab und zu, für so ein paar Sätze, weil die meiste Zeit bist du schon sehr tief in einer Figur drin. Und manchmal bist du dann auch in einer anderen Figur drin. Keine Ahnung. Es fühlt sich manchmal irgendwie nicht so an, als wäre es so durchdacht.
Das waren 7 Sachen, die mich an Self-Publishing-Büchern stören manchmal. Mir ist bewusst, dass das nur meine eigene Meinung ist und ich hier nicht die Wahrheit gepachtet habe. Peace! Abonniert doch meinen Kanal und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Tschö!